Heike Huberts ist im besten Sinne das, was man vielleicht ein Unternehmerschwein nennt. Jemand, der unternehmerische Chancen erkennt und sofort hinterhergeht. Und er war einer der Ersten, der mit diesem Spirit das Thema Gaming entdeckt hat. Am Ende ging es dann für ihn weiter. Gaming ging dann bis hin zur Playboy Mansion und zu Deals mit Ralf Dommermuth. Alles dazu gibt es jetzt hier im Video. Wobei das Video ist nur eine Audiospur, weil als der Heiko hier bei uns zu Gast war, war unser Kameramann krank. Trotzdem hörenswerter Content bei YouTube. Auf geht's. Herzlich willkommen, Heiko Huberts. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Du bist ja aus dem Norden, aber deine ersten unternehmerischen Schritte, war das noch bei dir in der Heimat, in Heide oder wo warst du angefangen? Ja, genau, Heide bin ich geboren, aber ganz ehrlich, das ist so auf dem Dorf, da kannst du nichts reißen. Also war sehr schnell klar, dass ich nach Hamburg umgezogen bin und dann meine ersten Aktivitäten hier in Hamburg gestartet habe. Als Student oder als? Genau, ich war hier in der FH Wedel, habe da ein paar Semester Informatik studiert, habe nach 5 Semestern abgebrochen, weil ich, das war gerade so Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes und hatte ein gutes Jobangebot bekommen und dachte, ja komm, das Geld nimmst du jetzt mal schnell mit. Und dann kannst du immer noch weiter studieren. Das Geld war dann gut, aber viel mehr habe ich verstanden, so nach einem guten Jahr. Also wenn das die freie Wirtschaft ist, das ist ja easy, das kann ich auch alleine. Ja? Also gekündigt und nicht wieder zurück zu studieren gegangen, sondern habe mein erstes Unternehmen gegründet. Was war das? Ja, das war damals so eine sogenannte Audio-Text-Plattform. Haben wir verschiedenste Services angeboten für damals Telekommunikationsunternehmen, damit sie Audio-Anwendungen machen können. Also, es war auch schon so, man könnte auch anders sagen, die frühe Klingeltonzeit. Genau, das war dann quasi, daraus habe ich dann Klingelton kennengelernt. Also sehr schnell, damals waren es die sogenannten 0190-Nummer, die sogar so berühmt waren für gewisse Services. Aber darüber konnte man auch Logos und Klingeltöne verkaufen. Also lange bevor die Älteren mehr als noch wissen, Jamba damals rauskam, waren wir schon draußen mit Logos und Klingeltönen. Auch eine witzige Geschichte, wirklich viel, viel Geld damals verdient. Ich weiß noch genau, dass wir in der Bild-Zeitung bundesweit so für 50.000 Euro eine Anzeige geschaltet haben, wo jetzt dein Logo und dein Klingelton für dein Handy, und haben daraus dann locker eine 250.000 gemacht. Ne? Also hochprofitabel. auch schöne Anekdote, da bin ich zum ersten Mal in Kontakt mit Oliver Samba gekommen. Der hatte dann gerade Jamba gegründet, schrieb mir eine E-Mail, was ihr da macht, finde ich total spannend. Lass uns doch mal treffen. Und ich dachte nur, wer ist das? Was will der von mir? Und habe ihm nie geantwortet. Auf meine Okay, das heißt, das lief dann ganz gut. Und dann ist aber diese Klingeltonzeit irgendwann ja vorbeigegangen. Ich meine, auch Jamba war dann irgendwann ja sozusagen komplett vorbei. Ja, genau, das war dann vorbei. Aber wir haben noch andere Services gemacht, sehr viele Digital-Services gemacht, konnte das Unternehmen noch zum vernünftigen Preis verkaufen. Das war so die ganze New Economy-Zeit, Ende 90er, Anfang 2000. Habe dann 2002 meine Anteile doch verkaufen können für einen netten Betrag, der ausgereicht hat, wieder zurück nach Hamburg zu ziehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf gelebt, bin zurück nach Hamburg gezogen, mir ein Häuschen dafür gekauft und gesagt, so, jetzt machst du was anderes. Meine Firma damals hatte 70 Mitarbeiter und ich dachte, so eine große Firma willst du nie wieder machen. Ja, also 70 Mitarbeiter, bist du wahnsinnig, was für ein Aufwand das war. Zieh schön nach Hamburg, wusste ein, zwei Programmierer, hatte so die Idee, ein Computerspiel zu machen mit einem anderen Kumpel zusammen. Und dann haben wir halt ein Computerspiel entwickelt, ein Fußballspiel. Ja, und das lief dann irgendwie ganz gut. Und daraus ist dann irgendwie ein größeres Unternehmen geworden. Dazu müssen wir gleich kommen. Aber sagen wir mal zu den Klingeltönen, weil da gab es ja auch viel Kritik. Also ich meine, dass man sagt, okay, ihr wart auf der Seite derjenigen, die Abos auch fair beendet haben, oder habt ihr dann auch Abos erstmal laufen lassen? Wie war das damit? Wir haben zum Beispiel nie Abos gemacht. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Dadurch konnte Jamba uns auch den kompletten Markt abnehmen. Letztendlich das große Thema war für uns, dass wir gesagt haben, okay, du zahlst bei uns so ungefähr 10 bis 15 Euro für ein Logo und Klingelton. Heute aber einfach Wahnsinn, wer zahlt dann so einen bescheuerten Preis? Aber das war völlig okay für die Leute, aber es war halt nie ein Abo. Und die Abos liefen deutlich länger und deutlich effektiver und deswegen konnten die dann halt besseres Marketing einkaufen, als wir konnten. Und haben da damals für euch auch den Markt kaputt gemacht und am Ende den Gesamtmarkt kaputt gemacht? Kaputt gemacht. Ne? Wir waren einfach nicht vielleicht aggressiv genug. Genau, aggressiv genug. Ja, ja, aber es ist auch kein, also A, glaube ich, in dem Bereich ist es fair und auch irgendwie sozial sicherlich kann man ruhiger schlafen, und B, ja, ging jetzt weil die Samba in puncto Aggressivität zu verlieren, ist auch keine, scheinbar keine Niederlage. Ja, ja, und ja. Das heißt, okay, dann ging es weiter los. Also du hast irgendwie dann Gaming irgendwie richtig entdeckt. Ja, aber mehr durch Zufall. Also wirklich, ich wollte diese große Firma nicht mehr haben und sagte dann, komm, wir machen so einen Fußballmanager. Das war so die eigentliche Idee. Und man muss dazu sagen, dass ich hatte die Firma verkauft, hier dann nach Hamburg wieder gezogen. Und wir beide, mein Kumpel und ich, hatten halt Bock, so einen Fußballmanager zu machen, weil wir beide Fußballfans sind. Ja, Gladbach-Fan, ich halt HSV-Fan. Und dann soll mal ein bisschen gegeneinander da uns ausprobieren. Dann haben wir das entwickelt. Ich konnte halt selber programmieren. Ich habe halt ein bisschen Informatik mal studiert und habe das dann halt programmiert, live gestellt. Und dann haben wir gemerkt, das ist langweilig, nur wir beide gegeneinander. Und dann haben wir ein paar
ja ein paar E-Mails rausgeschickt, ein paar Kumpels eingeladen, hey, spiel doch mit uns mit. Die haben dann schnell wieder andere Leute eingeladen und irgendwann crashte der Server, ne? So ein Server, glaube ich, Strato damals irgendwie noch ganz günstig gemietet. Und dann war mir klar, so, okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder schmeißen wir alle raus und es dürfen nur eine ganz bestimmte Anzahl Nutzer hier spielen, weil es halt mein Hobbyprojekt war am Anfang, oder wir finden ein Geschäftsmodell. Das war sehr klar, Advertising, das war so 2002, 2003, ja, da war so der Internetmarkt eigentlich tot, man konnte kein gutes Geld mehr verdienen mit Advertising, bezahlen, weil was bezahlen die Leute dann? Und dann fiel uns ein, lass uns das doch so machen wie in der wahren Fußballwelt auch und lass uns den Nutzern echte, bessere Fußballspieler verkaufen. Und dann konnten die halt bei uns halt den Top-Stürmer, den Top-Torwart, den Top-Trainer, den Top-Masseur etc. kaufen für 50 Cent oder einen Euro jeweils. Und plötzlich, wir dachten so, wenn jeder so eins, zwei von diesen Top-Spielern kauft, dann sind unsere Server gecovert, vielleicht verdienen wir noch ein paar Euro damit. Aber was machen natürlich die Spieler? Sie kaufen nicht ein oder zwei Top-Spieler, sie kaufen sich erstmal mindestens 11 plus nochmal 11 für die Bank, damit sie austauschen können. Und plötzlich haben wir damit richtig Geld verdient und haben so, weiß ich nicht, so 20.000 Euro damit gemacht. Also kleines Geld, in Anführungsstrichen noch, 20.000 Euro im Monat. Aber hatten ja nur Stratos-Serverkosten vielleicht von 150 Euro. Ja? Also sagt, geil, das könnte ein Business sein. Und mein Kumpel, der ist mehr so der Banker-Typ, ja, der bei der Deutschen Bank gearbeitet und sagte so, ja, Unternehmen, da was Größeres draus machen will ich nicht und ich wollte unbedingt, dass es eine Marktchance sonst mehr machen. Naja, und der Deal war dann, pass auf, ich schenke dir das Fußballspiel, das kannst du alleine haben, alles, was du da an Gewinn machst, will ich nichts von haben, aber ich will von dir das okay haben, dass ich das selber gründen darf und was Größeres machen darf. Ja, und darauf hat er sich eingelassen, dann habe ich halt BigPoint gegründet, was dann später zu, ja, zu einer 1000-Mann-Bude wurde und ein paar hundert Millionen Spieler hatte. Aber ja. Es war dann halt nicht mehr das Fußballspiel bei BigPoint, sondern was war das erste Spiel, was laufen würde? Genau, ich habe dann versprochen, dass ich erstmal kein Fußballspiel mache, sondern ja, sehr naheliegend habe ich dann ein Eishockeyspiel gemacht. Dann haben wir ein Formel-1-Spiel gemacht und dann irgendwann habe ich gesagt, so, pass auf, nach zwei Jahren, muss ich mal Fußball machen, ne? Und dann ein Fußballspiel gemacht mit seinem Okay, wie das Okay von meinem Kumpel. Wir sind immer noch heute beste Freunde, hab das okay angeholt und ein Fußballspiel gemacht und dann haben wir viele, viele andere Spiele immer mehr gemacht, die dann immer... Aber das heißt, ihr kamt eigentlich aus den naheliegenden Sportspielen, aus eigener Leidenschaft. Ja. Aber am Ende waren ja die großen Spiele dann auch Spiele für die Masse, sag ich mal. Da waren ja also richtige Games, die jetzt mit Fußball und sozusagen echten Sportlern nichts zu tun hatten. Genau, also wir hatten niemals irgendwelche Lizenzen vom DFB oder sowas. Wir konnten nie die offiziellen Namen, Logos oder ähnliches verwenden. Das war aber auch egal, weil die Leute sich in ihrer eigenen Fantasiewelt, das muss man verstehen, ein Gamer will gerne den Alltag vergessen und möchte gerne in eine Fantasiewelt fliehen. Und das genau haben wir im Angebot mit unseren Spielen. Deswegen haben wir nie Lizenzen für solche Bereiche. Was war denn das über die all die Jahre? Das größte Big Point-Spiel? Also ich glaube, das wahrscheinlich kommerziell erfolgreichste war Farmarama. Das ist ein Farmspiel, auch mehr durch einen völligen Zufall entstanden, dieses Spiel. Aber war ein Spiel, wo du einen virtuellen Bauernhof halt steuern konntest. Und ja, auch ganz, ganz verrückte Geschichte, wie wir dazu gekommen sind, war ein Student, der bei uns gerade Praktikum gemacht hatte und Programmierer, den wir gerade nicht hundertprozentig einsetzen konnten. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann arbeitet man an eurer komischen Farm-Idee. Keiner hat die wirklich so richtig beobachtet, die konnten also komplett frei agieren. Und nach 3-4 Monaten kamen sie mit diesem Spiel raus, wir launchen das und war eine Explosion an Userzahlen. Ich glaube, wir sind da pro Tag später so um die 100.000 neue Spieler pro Tag gewachsen. Also wirklich on top immer raufgepackt. Haben. Das ist dann aber alles dann am Ende auch Word of Mouth gewesen? Ja, am Anfang sicherlich ein bisschen, aber dann, das meiste ist dann wirklich schon viel, viel Werbung. Wir haben viel mit ProSieben zum Beispiel gemacht. ProSieben war auch eine schöne Anekdote, noch in der Anfangszeit. Unsere allererste TV-Kampagne haben wir mit ProSieben gemacht und ich weiß noch, wie ich denen halt erzählt habe, wir machen jetzt Computerspiele, die kann man im Browser spielen und dann ist dieses Item-Selling, so nannte sich das Geschäftsmodell dahinter und alle dachten, guck mich so an, so Aber einer von denen hat uns geglaubt und sagte, probieren wir mal aus und wir geben euch ein bisschen Werbezeit auf Revenue-Share-Basis, also Media for Revenue Share war der Deal. Und dann kam das erste Spot, die waren damals so vielleicht 30 Leute im Unternehmen und da lief dann so um 18 Uhr irgendwas zwischen den Simpsons bei ProSieben lief dann unser allererste Spot, ja. Natürlich alle Firmen der Firma saßen mit zusammen vom Fernseher und wollten diesen ersten Spot sehen, ja, das große Highlight des Unternehmens. Und dann kam der und ich sagte, wir müssen uns darum kümmern, dass die Server auf jeden Fall laufen. Was passiert? Der Spot läuft, 2 Minuten später alle Server gecrashed. Ja, so viele Leute haben sich da auf einmal registriert und ich schon große Panik. Oh mein Gott, ja, gleich nächsten Tag ruft mich bestimmt ProSieben an und sagt, ihr seid die größten Vollidioten, mit euch wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten, ihr kriegt das nicht hin. Ganz im Gegenteil, sie riefen also wirklich an am nächsten Tag und waren total baff und haben mir gratuliert und hätten nie gedacht, dass ihre Media so viel Power hätte, dass sie unsere Server crashen könnten und haben dann nur darum gebeten, bevor wir die nächsten Spots ausstrahlen, kauft mal mehr Server und baut mehr Server auf.
auch. Das war also schon in der ganz, ganz frühen TV-Werbezeit für Digitalfernsehen. Genau, wir sprechen ja 2005 ungefähr die Zeit. Okay, ja. Also noch bevor Zalando dann überhaupt. Ja, genau. Also das war ganz, ganz neu. Aber es hat sich nachher für sie so stark gelohnt, glaube ich, darf er das soweit verraten, dass es für sie teilweise lukrativer war, uns zu nutzen, als an irgendwelche Restplätze zu vermarkten und sie zu günstig zu verschleudern, haben sie lieber uns dann beworben. Also weil der Revenue Share höher war als der Sommer. Korrekt, weil einfach das so besonders plötzlich für Nutzer war, dass sie im Fernsehen ein Spiel beworben wurde, wo sie einfach nur die URL eintippen mussten und sie konnten sofort losspielen. Und dann war es auch noch kostenlos, nur zahlen auf freiwilliger Basis. Das hat halt extrem gut eingeschlagen. Zu Big Point, Peak-Zeiten, wie viele Menschen waren dann da sozusagen bei euch im Monat aktiv? Genau, knapp 1000. Also User meinst du? Oder also User war, also als ich gegangen bin, 2011, 12 waren wir über 300 Millionen registrierte Nutzer und ich sag mal so Peak-Zeit-Concurrent-User waren das so in der Peak-Zeit so ungefähr 1 Million in der gleichen Sekunde, die bei uns gespielt. In der gleichen Sekunde? Ja, genau. Und war das Deutschland? Nee, wir waren weltweit dann aktiv. Wir haben unsere Spiele in 30 Sprachen gehabt und wir haben Offices auf der ganzen Welt gehabt, also ganzen Vertriebsoffices, Marketing-Offices, das dann auch wirklich jeweils lokal anpassen zu können, die Spiele und bewerben zu können. Das war ja auch die erste oder eine der ersten echt großen deutschen Gaming-Firmen. Ne? Also ich meine, Gameforge gab es glaube ich auch schon relativ früh und ein, zwei weitere, aber ihr wart da ganz früh dabei. Ne? Genau, wir waren glaube ich eine der ersten wirklich richtig kommerziell ganz großen Unternehmen, die Erfolg hatten. Und später gab es dann halt Good Games oder InnoGames hier aus Hamburg. Hamburg war so ein bisschen auch das Gaming-Hub. Warum eigentlich? Also erstmal war Deutschland sehr, sehr erfolgreich in diesem Bereich, weil Deutsche diese Strategiespiele spielen. Deutsche sind vielleicht heute immer noch nicht so sehr darauf bepicht, dass es die beste Grafik oder die besten Animationen sein müssen, sondern viel geht über den Kopf. Und diese Strategiespiele, die wir alle entwickelt hatten, waren halt sehr stark kopflastig und nicht visuell stark lastig. Und das funktionierte gut in den deutschen Markt. Und mit den Einnahmen, die wir im deutschen Markt hatten, konnten wir dann auch Spiele entwickeln, die in anderen Märkten gut funktionierten. Und deswegen war einfach Deutschland stark gehabt. Warum Hamburg es wurde, vielleicht, ich würde der Hamburger Förderung Game City Hamburg vielleicht ein bisschen was zuschreiben wollen, die sich stark gemacht haben, um halt deutsche Games-Unternehmen hier in Hamburg anzusiedeln. Ja. Und ich meine, hast du die mal kennengelernt? Also die Wafzinek-Brüder haben ja, ne? Klar, die Branche, so groß ist die Branche dann nicht. Also man kennt sich natürlich. Aber du hättest ja aber früh vielleicht kaufen können oder sowas, als sie angefangen haben? Ja, folgte es sogar, als sie gestartet sind, haben sie Ex-Mitarbeiter von uns, die sich gerade selbstständig gemacht haben, die haben sie dann eher gekauft. Leider haben sie mich nie nach Funding gefragt, aber wenn man ehrlich ist, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht immer die besten Entscheidungen getroffen, was M&A war. Eine andere schöne Geschichte ist, Oliver Samba war damals, man traf sich dann ja noch wieder, war bei Bigpoint mit investiert und rief mich eines Tages an und sagte, Heiko, ich habe ja einen Unternehmer im Silicon Valley kennengelernt, der macht so eine Spieleplattform, ein Spieleunternehmen für Facebook. Ja, und das war noch so Early-Zeit von Facebook und ich gucke mir das an, sage Facebook und Spiele, wie soll das denn funktionieren? Was für eine blöde Idee. Hab das dann meinem BizDev-Team gegeben und gesagt, hier, schaut euch das mal an. Ich bin mit dem Gründer mal telefoniert. Naja, das Unternehmen war dann Zynga, die mit Farmville eines der größten Spiele ever gemacht haben und ja, dann für 10 Milliarden an die Börse gegangen sind. Und der Deal, den er mir damals anbot, Mark Pinkers war, also der Gründer von Zynga, sagte, ihr kriegst einen Revenue-Share, wenn du uns deine Spiele gibst und du kriegst auch noch Anteile am Unternehmen. Ja. Also die Anteile wären mehr wert gewesen, als Bigpoint jemals wert war. Ja. Also dumme Entscheidung von mir zu sagen. Nee, Facebook und Games funktioniert nicht. Aber meine Anekdote, die kann ich dazu beisteuern. Ich war ja ganz früher bei Gruner und Jahr und da auch Assi und danach noch ein paar Monate in so einer Investment-Unit und da haben die Wrafzinex auch damals Altigi hieß es ja, ja der Vorläufer von Good Games, uns gepitcht. Da hätte doch Gruner und Jahr sich daran beteiligen können. Und wir haben dann, glaube ich, auch im Konzernauftrag das dann nachher abgesagt. Also wäre wahrscheinlich für Gruner auch eine gute Sache gewesen. Insofern, aber man ahnte es nicht, aber es ging damals so los und es gibt auch so Anekdoten, wie dann so der junge Florian Heinemann dann bei dir saß, aufgrund der damals EFF-Beteiligung und dann irgendwie durchgerechnet hat, die Kohorten von so Spielen und dann angefangen hat, wirklich so Spiel-Advertising richtig zu professionalisieren. Ja, sehr schön, cool. Warum weißt du das? Ja, nicht, naja, mit Christian Vollmann zusammen saßen die beiden bei mir im Auftrag von Olli Samba, saßen die bei mir im Büro und haben so Kohorten. Ich habe zum ersten Mal so Kohorten mir angeschaut, was ist denn eine Kohortenberechnung, ja? Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Und dann brechen die Kohorten, diskontierten das noch ab und macht es noch Sinn, weiter mit dabei zu bleiben? Wir hatten gerade ein Angebot von NBC Universal, dem großen Hollywood-Studio, gekauft zu werden und Olli war sich am Angucken, lohnt es so, lohnt es sich nicht. Anscheinend müssen aber Flo und Christian ihm gesagt haben, das lohnt sich, weil er machte mir ein Angebot, aber ein unmoralisches Angebot. Und das ich dann abgelehnt habe. Und daraufhin hat er dann all seine Anteile verkauft und ist ausgestiegen. Ja. Und das war dann an NBC Universal, genau. Und du hast aber gehalten? Ich habe beide gehalten, weil erstens halt, ich glaube,
viele junge Menschen träumen davon, mal ein Games-Unternehmen zu haben, ja, und seine eigenen Spiele zu machen. Und das war irgendwie cool, ja, jedem zu erzählen, ich mache Games. Ja, das war aber geil und das wollte ich einfach beibehalten. Ich hätte wahrscheinlich Big Point auch bis zum Ende meines Lebens weitermachen können, weil es einfach mir so viel Freude gemacht hat. Irgendwann gab es die Konstellation dann einfach nur nicht mehr. Und wie ging es dann weiter? Also investorenseitig kann man da mal wieder Neues reinbauen? Genau, dann kam halt NBC Universal, also die großen Hollywood-Jungs dann da rein. Und das war für mich so, wo ich dachte, geil, das ist jetzt so der Weg zu den ganz großen Lizenzen. Jetzt kannst du die ganz tollen Spiele machen. Mein Traum war immer irgendwie im Valley was zu machen. Und genau das ergab sich dann alles, dass wir dann gesagt haben, okay, cool, jetzt wollen wir die USA angreifen. Und ich bin dann wirklich mit einem kleinen Team rüber nach San Francisco, habe dann da das Office aufgemacht für Big Point, da 100 Mann eingestellt und angefangen, Spiele zu entwickeln. Wir große Lizenzen reingeholt haben, wie Battlestar Galactica, Ice Age, Die Mumie und später dann sogar Game of Thrones. Ja, das war dann so, wo ich sagte, wow, geil, das ist jetzt so der ganz große Peak, Durchschlag. Peak Big Point? Das war schon Peak, ja. Da waren 1000 Leute weltweit. Genau, dafür. Richtig, genau. Und dann umsatzmäßig, was war das denn für eine Dimension? Ja, ungefähr so 150 Millionen Umsatz und ungefähr 30 Millionen Profit im Jahr. Ne? Also okay. war schon eine nette Firma. Ja, ja. Und jedes Jahr verdoppeln. Ne? Also, und es gab keine richtig großen VCs drin. Also ich meine, klar, also EFF damals, der Samba-Fonds ist eingestiegen, aber nicht jetzt, wie man das heute kennt, sofort irgendwie 30-40% der Firma weg. Nein, überhaupt nicht. Also mein allererster VC war sogar ein ganz kleiner VC, der damals mal so die erste Million reingetan hat. Als Olli mit eingestiegen ist, ist noch United Internet mit eingestiegen. Also wir hatten schon so ein paar Leute, auch hier eine schöne Geschichte. Aggressivität, Olli bei mir eingestiegen im Sommer und sagte, jetzt gehen wir Vollgas. Ja? Jetzt nutze ich alle meine Yamba-Kontakte und wir pushen euch bei MTV, Viva damals, bei den großen Musiksendern und in jede Werbeinsel bringen wir eure Spiele mit rein. Haben wir auch wirklich gemacht und all das Geld, das wir von ihm bekommen haben, haben wir auch wirklich reingepumpt und ich habe ihn immer so angerufen und gesagt, Olli, wir haben bald kein Geld mehr hier. Ne? Das wird eng. Ganz egal, weitermachen, wir kriegen das schon hin und so weiter. Macht ihr um Geld keine Sorgen. Okay. Naja, dann kam er irgendwann auch mit United Internet um die Ecke und sagte, komm hier, der Dommermut, den stelle ich dir vor, der will bei dir auch investieren, das wird schon. Ja, okay, dann getroffen und ja, wir investieren bei dir, alles cool. Und dann weiß ich noch ganz genau, Weihnachtsfeier, wir hatten kein Geld mehr. Ne? Wir konnten Weihnachtsfeier machen und das Konto war eigentlich leer und Olli sagt, das wird klappen. Und am nächsten Tag sollte ich den Notartermin haben, wo United Internet einstieg. Und es war total klar, wenn die Weihnachtsfeier hier und morgen früh der Notartermin nicht stattfindet, kann ich eigentlich am nächsten Tag mit auch mal die Kündigung schicken. Ja? Es ist aus. Ja? Aber glücklicherweise am nächsten Tag, United Internet tauchte dann auch wirklich auf zum Notartermin, hat er unterschrieben und hat dann auch nochmal signifikant Geld reingetan. Also es war jetzt nicht so, dass mir noch irgendwie immer 100% gehörten, aber ich hatte immer sehr, sehr angenehme, sehr faire Partner dabei. Und ja. Das war damals auch bekannt, wie die NBC-Valuation damals schon war, ne? Ja, über 100 Millionen. Genau. 100 Millionen. Hm. Was ja in heutigen Zeiten klein ist, ja wenig. Ne? Wenn man es heute hätte, ja, dann wäre es wahrscheinlich ein Milliardenkonzern. Ja, ne? Definitiv. Also mit den Zahlen, die wir, man muss sich ja vorstellen, wir haben die ersten Jahre haben wir uns verdreifacht, die Umsätze, danach haben wir uns verdoppelt, da hatten wir wirklich eine Wahnsinnszahlen. Und vor allem der Unterschied, den wir haben zu vielen anderen Games zu nehmen, wir waren halt kein One-Hit-Wonder. Wir hatten nicht ein Hitspiel. Wir haben halt selbst entwickelte, glaube ich, 5 oder 6 Hits. Und Hits waren also Spiele, die, ich sag mal, Minimum 20, 30 Millionen Jahresumsatz gemacht haben. Und das über Jahre hinweg. Also noch heute lebt Big Point vor den Spielen, die es vor 15, 16 Jahren gab. Ja. Wie glaubst du, ist es zu erklären? Also weil du so tief selber drin warst und dafür ein Händchen hast oder weil das irgendwie einen Prozess bei euch gab, den andere nicht hatten oder so? Na, also ich glaube gar nicht, ich bin gar nicht so der große Gamer. Ich glaube, ich habe ein gutes Team gehabt, die verstanden haben, wie man Spiele baut. Und das Besondere, glaube ich, das gilt nicht nur für unsere Spiele, sondern für viele Spiele, dass halt eine Community darum gebaut wird. Und diese Community bleibt sehr lange so loyal dabei. Und das andere ist, wenn du einmal investierst bist in so ein Spiel, dann macht es auch für dich Sinn, weiter zu spielen, weil die Nutzer geben zum Teil signifikante Beträge dafür aus. Und wenn du dann mal ein paar 100 Euro in das Spiel investiert hast, dann wirst du nicht morgen sagen, ach, jetzt höre ich einfach auf und mach was anderes. Und dann bleibst du irgendwie dabei, bezahlst vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Monate nicht und dann bist du vielleicht wieder dabei und bezahlst doch mal wieder einen kleinen Betrag. Und deswegen macht es halt so spannend. Ja. Und die Umsätze waren aber keine Werbevermarktung, sondern das war alles In-Game-Purchases? Ja, 99,9% waren bei uns bezahlte Umsätze. Also Advertising hat für uns eine Rolle gespielt. Das heißt, bei einem Fußballspiel konnte man dann irgendwelche Spieler kaufen und so weiter? Genau, also letztendlich immer böse Zungen haben immer gesagt, das wäre Pay-to-Win gewesen, weil letztendlich hast du dann das bessere Schwert bekommen oder das bessere Fahrzeug, den besseren Fußballspieler. Aber letztendlich konnten wir, und das war immer ganz wichtig, das nennt man dann Balancing im Gaming, war immer wichtig, dass das Balancing so eingestellt war, dass auch ein nicht zahlender Kunde
Kinder das auch erreichen konnte. Allerdings musste dafür halt viel Zeit aufwenden. Sprich, der 12-, 13-, 14-Jährige, der nach der Schule viel Zeit hatte, konnte das selber erreichen, wie der Mann, der vielleicht 40 Jahre alt ist, am Arbeiten ist und abends vielleicht nur eine Stunde Zeit zum Spielen hat, aber dafür dann 5 Euro bereit war auszugeben, um gleiches Level zu erreichen. Also ich erinnere mich noch damals, als ich das so verfolgt habe, die Geschichte, und hatte das Gefühl, es ist auch wahrscheinlich für EFF, also damals einer der größten Deals überhaupt, also der erste, einer nach Jamba wahrscheinlich größeren Erfolge überhaupt von, schien es mir. Also in Hamburg war es zumindest so eine Wow-Geschichte. Also da gab es Lars Hinrichs, ne, mit Xing, und dann gab es dich so als mit diesem Gaming-Wahnsinn. Also das fand ich schon so in der damaligen Zeit mit die größte Nummer überhaupt im Markt eigentlich. Ja. Wenn du so drinne bist, das wirst du wahrscheinlich auch irgendwann mit OMR, wenn du mal irgendwann zurückblickst, genauso vielleicht sehen. Wenn du drinne bist, dann kriegst du es gar nicht so richtig mit. Natürlich habe ich mitbekommen, dass irgendwie viel Medienanfragen waren, dass man über was gesprochen hat. Aber grundsätzlich dachte ich immer, ich muss hier jeden Tag mich darum kümmern und jeden Tag darum kämpfen, dass dieser Umsatz auch dahin kommt, dass die nächsten Nutzer kommen. Das war jetzt nicht für mich, okay, das ist alles easy going. Und ob das, wie groß der Deal damals für den EFF war, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Oliver war sehr zufrieden. Ja, genau. Neben vielem anderen muss man die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone wirklich dafür respektieren, auf wie viele Ideen sie immer kommen, um ihre Geschäftskunden glücklich zu machen. Die neueste heißt Device Lifecycle Management. Das bedeutet, für 4,95 € pro Monat und Rufnummer kann man als Unternehmen, als Firma dafür sorgen, dass die gesamten Smartphones, die es in der Belegschaft gibt, abgesichert sind. Wenn sie mal kaputt gehen, bekommt man am nächsten Werktag ein neues. Ansonsten auch eine Repair Flatrate, dass es schnell halt repariert wird. Ein smartes Gerätemanagement, das heißt Konfiguration, Distribution, auch die Wiedervermarktung der Geräte, übernimmt Vodafone für ein Unternehmen, für die gesamte Belegschaft, für die gesamte Smartphone-Flotte sozusagen. Wer darüber mehr wissen möchte, am besten googeln Vodafone und Device Lifecycle Management. Und sag mal, wo kamen damals die Nutzer her? Also du hast erzählt, bei der ersten Firma mit den Klingeltönen, da kamen die teilweise von Print-Werbung in der Bild-Zeitung, also da gab es sogar eine Offline-to-Online-Conversion. Wo kamen die dann in der Browser-Game-Zeit her? Aber damals war das mehr Offline-zu-Telefonnummer-Conversion. Ja. ganz klar Performance-Marketing und TV. Also TV war für uns schon, wie ich vorhin schon erzählte, ein ganz wichtiger Treiber. Also das war TV vor allen Dingen, als das war der Treiber. Das war einer der Treiber. Performance, ich weiß, wir waren eine ganze Zeit lang einer der größten Google Entertainment Accounts in Deutschland und in Europa sogar. Also wir haben da schon Millionen reingetragen jeden Monat. Also wenn Leute nach Online-Spiele geguckt haben. Sowas genau, nach bestimmten Spielen, bestimmten Keywords. Ich weiß noch genau, das war so eine schöne Nummer. Das Keyword Langeweile war ein wichtiges Keyword, das wir lange eingekauft Wirklich? Haben. Weil die Leute Langeweile eingetragen haben bei Google und dann, ja, wenn du Langeweile hast, dann komm doch zu uns und spiel doch bei uns. Ja? Okay. Muss erst darauf kommen. Muss erst darauf kommen, dass das ein Keyword sein könnte. Ja, genau. Okay. Also so Sachen haben wir gemacht. Ja. Und wie ging es dann sozusagen für dich oder warum bist du dann raus? Naja, irgendwann haben wir dann, war für NBC Universal das Thema irgendwie vorbei. Die sind damals von Comcast gekauft worden, also große Umstrukturierung. Und da war irgendwie klar, was sollen wir jetzt mit so einem deutsch-europäischen Spieleunternehmen? Das passt irgendwie nicht mehr zu uns. Und dann haben wir an zwei Private Equity Funds verkauft. Also die haben verkauft. Ich habe nur Minimals verkauft. Und die haben das dann verkauft. Und da kamen zwei PEs rein mit der klaren Zielsetzung. Sünger, was ich vorhin schon erwähnt, ist gerade so in die Börse gegangen. LinkedIn, Facebook, alle sind gerade in die Börse gegangen. Und die dachten, okay, was wir hier haben, ist so das deutsche, europäische Sünger. Und warum sollten wir die nicht an die Börse bringen? Also war ganz klar, sie kaufen uns. Ich weiß nicht, eine Woche später stand Goldman Sachs bei uns auf der Matte. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir das Ding an die Börse bringen können. Das ärgerlich, was nur passiert ist, zur gleichen Zeit, zum allerersten Mal in der ganzen Firmengeschichte, damals war die Firma schon 10 Jahre alt, waren plötzlich die Umsätze flat. Ja? Wir sind nicht mehr gewachsen. Und zwar jeden Monat war klar, mindestens 100, 200.000 Euro mehr Umsatz als im Monat zuvor. Und plötzlich passierte das nicht mehr. Weil Facebook euch einfach Nutzerzahl weggefressen hat? Ja, sicherlich genau. Weil Facebook Games, Mobile Gaming war plötzlich ein ganz großes Thema. Da waren wir nicht wirklich richtig präsent drauf. Also sprich, externe Umstände, auf die wir nicht gut genug reagiert haben. Und dann war schnell klar, okay, dieser Börsengang macht so keinen Sinn. Die Zahlen sind nicht stark genug, um da eine gute Bewertung zu bekommen. Und dann hieß es, okay, wir müssen die ganze Firma umstrukturieren. Und dann habe ich immer gesagt, okay, ich verstehe, was ihr da machen wollt, ich verstehe auch eure Strategie, ich halte sie nur nicht für richtig. Ich setze das jetzt noch, diese Umstrukturierung für euch um und lasse euch da nicht allein, ihr könnt einen neuen CEO suchen, ich arbeite den ein, alles ist gut, aber das ist dann nicht mehr meine Firma und habe dann entschieden, okay, ich mache das für euch jetzt hier ein halbes, dreiviertel Jahr noch und dann gehe ich raus. Und dann bin ich rausgegangen als operativer CEO und habe auch sofort gesagt, weil mir klar war so, ich habe super viele Leute, seit 1000 Leute, die damals da waren, habe ich ja selber eingestellt, dass dann viele versuchen werden, wenn
wenn der neue CEO da ist, irgendwie noch Einfluss auf mich zu nehmen und komm doch und sprech mal mit dem. Und bin dann sofort auf Weltreise gegangen, für ein Jahr lang wirklich Hamburg, Deutschland verlassen, damit ich nicht Zugriff darauf hatte und es mir auch persönlich einfach nicht schlecht geht. Aber du hast deinen Anteil noch gehalten? Ja, ich habe meinen Anteil noch gehalten. Weil an sich war ich ja davon überzeugt, dass wir das Richtige hier machen. Das muss nur der nächste Hit kommen oder die Transition zu Mobile muss ja nur funktionieren. Dann geht das ja ganz normal weiter. Aber die Art und Weise und der Weg war halt nicht der Weg, den ich gehen wollte. Und dann, aber irgendwann hast du den Anteil verkauft oder hättest du es heute? Genau, nein. Irgendwann ist ja auch der PI dann ausgestiegen und hat dann gesagt, okay, wir verkaufen jetzt ein chinesisches Spielunternehmen namens Yusu und in der Transition habe ich dann auch meine Anteile verkauft. Und das war dann nochmal wieder ein paar Jahre später? Das war dann nochmal 2-3 Jahre später, genau. Okay, und dann bist du von der Weltreise zurückgekommen und dann hast du entschieden, jetzt Gaming kenne ich aber, da mache ich was Neues. Ja, fast. Von der Weltreise bin ich zurückgekommen und habe dann den besten Sommer meines Lebens meiner Meinung nach in Mallorca verbracht. Mit ein paar Kumpels, wie immer zwischen Mallorca, Ibiza hin und her gependelt und einfach eine geile Zeit gehabt. Und irgendwann sagten die ganzen Kumpels so, Heiko, das ist ja ganz cool, aber wir müssen auch mal Geld verdienen, wir müssen mal wieder zurück und mal einen normalen Job machen und so. Wir können nicht das nur hier rumhängen mit dir. Ja. Und dann war ich plötzlich alleine, das war so September. September 2013 und keiner war mehr da. Und ich so, was machst du denn jetzt? Ja, Thema Langeweile. Ja, dann fliege ich halt zurück nach Hamburg und gründe wieder eine Firma. Ja. Und wieder zurück nach Hamburg und habe gesagt, okay, was kannst du dann und was kannst du nicht? Und ja, Gaming kannst du. Und ja, wieder eine Gaming-Firma aufgebaut. Einem komplett anderen Genre, aber auch mit der klaren Festsetzung, okay, das Unternehmen baust du auf aus einem sehr strategischen Element, um das einige Jahre später zu verkaufen. Das war dann WoW Games. Genau, das war dann WoW Games. Und die Grundidee von WoW Games oder die These war, dass 2021 der Glücksspielmarkt in Deutschland liberalisiert wird. Und Online-Glücksspiel ist in Deutschland nicht erlaubt. Ja? Also es gibt zwar irgendwelche Wettbewerber, die etwas machen, aber in der Regel so ein bisschen in der Schleswig-Holstein-Lizenz. Wäre jetzt auch zu detailliert, das zu erklären. Die Grundthematik war für uns zu sagen, wir bauen ein legales Casino auf. Ja? Und das war, dass wir sagen, du kannst alle Spiele spielen, Blackjack, Roulette, Slot-Machines in unserem Casino, aber du kannst kein Geld gewinnen. Du spielst nur aus Spaß. Dann wird man sagen, okay, ja, warum soll ich das denn machen? Ja, und jetzt musst du auch noch Geld dafür bezahlen. Ja, also wenn du dann das setzen möchtest, also Jetons beim Roulette bei uns, musst du diese Jetons trotzdem kaufen. Und wie hat das funktioniert für uns? Indem wir gesagt haben und festgestellt haben, dass die Psychologie für einen Nutzer dahinter war, erst wenn ich wirklich Geld eingesetzt habe, egal wie wenig das ist, dann habe ich erst einen richtigen Nervenkitzel. Und die Leute wollten den Nervenkitzel haben. Also haben wir gesagt, du kannst für 1 Euro 1 Million Jetons kaufen und kannst da bei uns tagelang, wochenlang, monatelang, eventuell sogar schon spielen. Und es hat so gut funktioniert, dass wir eine guten, mittleren, zweistellige Millionenanzahl an Nutzer in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum für unser Produkt gewonnen haben. Also die würden aber einfach irgendwie einmal bezahlt haben und dann irgendwie zocken können, wie sie wollen. Genau, und konnten dann die Jetons natürlich nachkaufen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass jeder nur 1 Euro ausgegeben hat, sondern andere haben auch deutlich mehr ausgegeben. Aber wir haben ein Unternehmen damit aufgebaut, dass die größte Nutzerdatenbank im deutschsprachigen Raum hat für Menschen, die Interesse haben am Glücksspiel, Roulette, Blackjack. Obwohl sie dann sozusagen jahrelang gar kein Glücksspiel in dem Sinne gemacht haben. Genau, richtig. Obwohl sie eigentlich nur so gespielt haben. Aber sie haben natürlich immer Umfragen gemacht und gefragt, etc. Mit der klaren Zielsetzung dann halt zu sagen, 2021, wenn die Liberalisierung kommt, dann wollen wir das Unternehmen auch an diejenigen verkaufen, die dann echtes Glücksspiel anbieten wollen. Das war schon immer die klare Zielsetzung damit. Okay, das heißt, hast du auch dem VC dann so erklärt? Wir haben keine VCs gehabt, das habe ich selbst finanziert mit ein paar Angels, würde man sagen, die Freunde der Angels, die mit dabei waren, aber keine große Summe. Wir haben, glaube ich, insgesamt 1 Million Euro mal aufgenommen. Das Unternehmen war halt schnell profitabel, als wir es verkauft haben. Du fragst ja immer gerne nach Umsatzzahlen. Ja. Also wir werden jetzt dieses Jahr wird das Unternehmen so ungefähr 50 Millionen Umsatz machen und 10 Millionen Profit. Wow. Aber immer noch rein mit dem... Mit dem 100% mit dem gleichen Geschäftsmodell. Wir haben nie Glücksspiel und bis heute bietet das Unternehmen auch kein Glücksspiel an oder bewirbt irgendein Glücksspiel. Das ist nur immer die Idee gewesen für den Exit. Wir haben das Unternehmen jetzt verkauft, aber es war immer nur die Zielsetzung. Wir haben es aber nie umgesetzt. Und der jetzige Käufer kommt aber aus der Glücksspielbranche? Nein, auch das noch nicht mal, obwohl wir genau unsere Zielsetzung hatten, auch genau zu dem Zeitpunkt verkauft haben. Das ist ein Namenunternehmen, heißt Azerion. Das ist ein holländisches Spielunternehmen, das quasi sehr viele Spielunternehmen auch eingekauft hat und unter einer Dachmarke quasi konsolidiert. Ich meine, das klingt jetzt vom Modell her so einfach. Also da irgendwie bekannte Glücksspiele anbieten, dafür Eintritt verlangen und dann können Menschen da spielen. Und du zahlst dann nicht mehr was aus. Also man kann auch nicht mehr Geld gewinnen. Sonst wäre es illegal gewesen. Ne? Ja, genau. Aber also in dieser legalen, harmlos Fassung klingt ja jetzt irgendwie mehr, also fast zu gut, um wahr zu sein, dass man so ein Geschäft bauen kann, dass da kein anderer drauf gekommen ist.
naja, ich glaube, ganz ehrlich, jedem nicht erzählt habe, hey, ich baue ein Casino, da musst du übrigens genau wie im echten Casino Geld einsetzen und das hat alles mit Glück was zu tun, aber du kannst kein Geld gewinnen, hat natürlich jeder einen Vogel gezeigt, Heiko, warum soll das denn jemand machen, das ist doch kirre, ja. Dass es trotzdem funktioniert, das hat man ja erst verstanden, wenn man die Psychologie dahinter versteht und wie, ich habe vorhin schon mal das Wort Balancing genannt, wenn du verstehst, wie baust du es, dass der Nutzer immer noch für den Geldeinsatz, den er hat, genug Nervenkitzel bekommt, dass er sagt, hey, das bringt mir einfach Spaß und ich habe die richtige Aufregung da abends, wenn ich ein bisschen zocke, ohne dass ich mich hochverschulde, weil ich in die Spielhalle oder ins Casino oder woanders hingehe. Aber auch da warst du jetzt nicht der Gaming-Designer oder so der Content-Creator, sondern du warst dann der Typ, der auch da wieder Marketing verstanden hat? Genau, ja, klar, gar nicht mal auf Marketing. Ich glaube, ich verstehe, wie Nutzer oder warum Nutzer bereit sind, Geld für ein Produkt auszugeben. Ich glaube, daran bin ich besonders gut und da kümmere ich mich drum. Die Game-Designer, die Kreativen, die kümmern sich drum, dass der Spielspaß da ist. Dann gibt es die Marketing-Leute, die versuchen halt, dem Nutzer klarzumachen, warum soll er sich bei uns registrieren und mitmachen. Und ich verstehe halt, die Zahlen zu analysieren, okay, warum wir wo, an welcher Stelle, welches Geld zu verlangen. Weil das Schwierige in so einem Casino oder auch in jedem Spiel ist, dass du ja in dem Moment von jemandem Geld verlangen musst, wo er eigentlich ein negatives Erlebnis hatte. Ja? Weil in dem Moment, wo du dein ganzes Spiel Geld verzockt hast, in Anführungsstrichen, muss ich jetzt dir sagen, hey, kauf doch mal neu. Ja? Wie kriegst du das hin? Und dasselbe für jedes andere Spiel. Wenn du so einen Schwertkampf hattest oder was auch immer für ein Spiel du gespielt hast, du hast gerade verloren, dann erzähle ich dir halt, kauf doch die bessere Ausrüstung oder das bessere Schwert, dann gewinnst du beim nächsten Mal auch. Also diese Momente genau zu erwischen und zu wissen, zu welchem Preispunkt kann ich jetzt von dem Nutzer verlangen, damit er bereit ist, auch Geld auszugeben. Okay, also das heißt am Ende schon auch sehr viel so Social Engineering, soziale Mechanik erkennen und. Genau, die Psychologie des Nutzers richtig zu erkennen, wobei es jetzt weniger um Psychologie als vielmehr mit Datenmodellen und statistischen Zwillingen etc. zu finden. Warum hat irgendwer wann in einer gleichen Situation bezahlt? Warum könnte der jetzt auch wieder bezahlen? Okay, und wie groß war das von den Personen her, WoW-Games? Knapp 80 Leute nur. Das okay. Wieder mein Vorsatz, ich wollte nicht mehr was Großes haben. Ja, also von daher, ja, aber 80 hat gut ausgereicht. Und dann kam einfach das Angebot an. Ich meine, jetzt dann sozusagen zufälligerweise tatsächlich im Jahr 21, wo jetzt der Glücksspiel Staatsvertrag da geändert wird. Aber aus anderen Gründen kam ja der Verkauf, war einfach, dass der Deal sich anbot. Sozusagen. Genau, also wir hatten ganz vor auch mit super vielen Glücksspielunternehmen gesprochen, wollten dann eigentlich so an eines dieser Unternehmen verkaufen, aber ja, dann kam das andere Unternehmen in die Ecke und hat einfach ein besseres Angebot gemacht. Ja. Aber warst du so richtig so auf Roadshow, hast du das Unternehmen angeboten? Hast du so naja, Corona-Zeiten, also ich war auf Roadshow via Zoom. Ja. Aber hast du mit potenziell wirklich mit einem M&A-Berater? Genau, wir haben einen M&A-Berater aus New York gehabt, mit dem wir weltweit mit diversen Unternehmen halt gesprochen haben und dann, ich habe ja ein Team, ich bin schon anderthalb Jahre vorher ausgestiegen aus dem Unternehmen, weil ich auf keinen Fall wollte, wenn uns jemand kauft, dass ich derjenige bin, der noch irgendwie 1, 2, 3 Jahre gebunden ist. Also habe ich mir ein Top-Team aus meinen Ex-Bigpointlern rausgesucht, die Bock hatten, das Unternehmen zu leiten und zu führen. Und die haben eigentlich den Hauptverkauf gemacht und ja, denen dient eigentlich eher der Dank dafür. Und dann vielleicht nochmal, weil wir jetzt auch immer die Marketingfrage stellen, weil es ist ja interessant, ne? Du hast einmal von Fernsehwerbung und Performance-Marketing stark profitiert, das gab damals ganz frisch, also als erster mit Bigpoint. Was war der Kanal bei WoW Games? Also wo kamen da die Spieler hin? Auch wieder Performance-Marketing, aber auch sehr viel Mobile-Marketing. Ja, ganz klar, das Gute ist, dadurch, dass wir halt kein Glücksspiel waren, konnten wir ja auf allen Kanälen auch werben. Wir waren ja nirgends irgendwo eingesperrt, weil wir einfach ein Spiel sind, das nur die Mechanik oder das Setting eines Casinos einfach nur genutzt haben. Also Performance-Marketing ist immer das, auf was wir eigentlich hauptsächlich gesetzt haben. Wir haben eine Zeit lang mal darüber nachgedacht, Branding zu machen, haben auch mal eine Branding-Kampagne im TV gefahren. Wir hatten die Domain jackpot.de, also eigentlich sehr, sehr einprägsam und passend dafür, haben da aber sehr schnell festgestellt, dass wir mit Performance-Kampagne deutlich besser fahren und haben das Branding-Thema dann schnell wieder eingestellt. Okay, und Mobile-Marketing heißt wirklich richtig in Mobile-Networks genau. Aufgebucht und sowas? Ja, viele Mobile-Networks, viele Mobile-Gaming-Networks dann drin, also versucht schon die Zielgruppe auch der Gamer anzugehen. Ja. Okay, und also das ist auch wirklich so, dass die Mobile-Networks bis heute sinnvoll euch auch irgendwie Qualitätstraffic liefern? Nee, du kaufst wahrscheinlich im Vergleich zu anderen E-Commerce-Modellen etc., da kaufst du natürlich eine große Masse an Nutzer ein. Ne? Du zahlst also relativ wenig. In der Regel, wenn du gut bist, in Deutschland zahlst du mittlerweile ein bisschen mehr, aber sag mal, wenn du gut bist, zahlst du halt unter 1 Euro für so einen neuen Install oder für eine neue Registrierung für eines Nutzers. Und dann ist nur die Frage, wie kriegst du diesen Nutzer jetzt zu einem zahlenden Kunden konvertiert und wie kriegst du ihn, dass er dann auch lange bei dir bleibt. Also du schaust dir sogenannte Day 1 bis Day 7 Retention an, also wie häufig lockt er sich ein. Und dann ist die Frage, wie schnell schaffst du den Nutzer in diesen ersten 7 Tagen zu einem zahlenden Kunden zu konvertieren. Also du kannst
kannst du relativ schnell erkennen, ob sich auf welchem Kanal starke Kohorten bilden lassen, die du halt langfristig monetarisieren kannst. Ja. Okay, okay. Das heißt, das Ding ist auch durchtesten. Ja. Alle Networks, alle irgendwie Anbieter für mobile Werbung, die es irgendwie gibt, alle mal einmal Geld reinschmeißen und gucken, was rauskommt. Korrekt, genau. Ja. Und dann, wenn du was gefunden hast, dann natürlich dann Vollgas. Also sozusagen nochmal E-Commerce-Marketing und Steroids. Ich habe leider nie E-Commerce gemacht, von da weiß ich nicht, wie es da funktioniert, aber ja, also klar, sobald du einen Kanal gefunden hast, dann gibst du nur noch Gas, aber es ist super, super zahlengetrieben, also hat wenig was mit Kreativität dabei zu tun, sondern wirklich nur zu schauen, okay, welches Stilmittel funktioniert auf welchem Kanal, auf welcher Zielgruppe, wie gut, ja. Aber das heißt ja nicht, dass ein Kanal ganz oder gar nicht funktioniert, auf einem Kanal kannst du halt nur halt schwächere Nutzer einkaufen, die halt einen geringeren Wert haben als auf einem anderen Kanal. Ne? Hast du eigentlich in all der Zeit auch Business Angel Investments gemacht? Ja, relativ viele, eine ganze Zeit lang, ehrlicherweise. Da habe ich wieder gemerkt, also wenn du Spiele machst, dann entwickelst du ständig neue Spiele. Das liebe ich. Ich bin total begeisterungsfähig, leider. Ja, das ist ganz schlecht, das Business Angel, ja, weil kommt irgendeiner, erzählt dir eine Pitch, dir eine Idee und sagst sofort, ja komm, mach mal. Bis ich verstanden habe, dass mein Geld ja endlich ist, nicht wie in einem Unternehmen, wo du immer neue Revenues hast, wo regelmäßig Geld reinkommst. Ich habe immer One-Time-Events, wenn ich was verkauft habe, ist das natürlich eine andere Thematik. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich investiere kaum noch selber direkt in Startups und habe mehr dann in VC-Funds direkt investiert und bin so quasi der Branche noch jetzt verbunden. Also irgendwelche Hits, irgendwie Business Hits besonderer Art, die ja, ihr neues Geld produziert haben sozusagen? Ja, natürlich waren ein paar gute mit dabei, aber ich habe jetzt kein Unicorn leider mit finanziert, aber ich wahrscheinlich auch dafür wieder zu früh ausgegangen. Ich bin vor gut dreieinhalb Jahren bin ich eigentlich aus dieser Angel-Nummer ausgestiegen. Okay, ich mache kaum noch Angel-Investments. Aber vorher hattest du, also gefühlt, ich lese ja auch seit Jahren da die entsprechenden Gründerszene, deutsche Startups, Portale, gefühlt hast du da auch irgendwie 30, 40, 50 Stück gemacht? Mehr. Also vielleicht meine ganzen Lebenszeit war über 100 gemacht. So, ich meine, heute habe ich vielleicht noch so 50, 60, in denen ich noch aktiv drinne bin. Das sind dann auch die besser laufen und vielleicht irgendwann auch mal Geld bringen. Aber ja, ich habe leider keines dieser super tollen, gehypten Startups, die aktuell jeder über die spricht und die bei dir hier zum Podcast sind, will ich leider nicht investieren. Aber ich meine, es ist ja auch mal ein Learning für alle, die zuhören, dass selbst jemand, der aus der Branche kommt, der jetzt irgendwie erfolgreich ist, der da selber sehr viel Geld verdient und dann Angel Investments macht, man denkt, okay, na klar, hat er jetzt auch noch ein paar Hits im Portfolio, aber nein, auch da, man macht irgendwie 50, 60 oder noch mehr Investments und es zeigt ja auch ein echtes, faires Abbild des Marktes. Ganz vieles klappt halt jetzt nicht, komplett irgendwie durch Decke zu gehen und so. Manches läuft dann ganz okay, aber man hat halt auch da eine riesengroße Missquote und das ist ja häufig tatsächlich hier auch im Podcast vielleicht ein bisschen verzerrt, wenn man denkt, ja klar, ich mache was und dann ist es ein Unicorn, aber ja, so ist es halt überhaupt gar nicht. Kann man daran gut erkennen, ne? Ja, absolut. Also ich glaube, ich wäre immer besser gefahren, hätte ich mein Geld einfach nur in Amazon-Aktien gesteckt. Glaube ich, hätte ich mehr Geld verdient als durch all meine Angel-Investments. Dennoch habe ich es gerne gemacht und wie gesagt, jetzt investiere ich in VC-Funds, weil ich es einfach schon cool finde, diese Szene dabei zu sein und zu erleben, wie was aus dem Nichts entsteht und groß und erfolgreich werden kann. Eine Story, die ich mitbekommen habe, die du auf jeden Fall mal kurz erzählen musst, ist in der Gaming-Zeit und in der Hollywood-Zeit, das hast du ja beschrieben und das hing ja so ein bisschen zusammen bei euch, da bist du auch in diesen ganzen Party-Wahnsinn und man musste richtig auf die Kacke hauen dort, bist ein bisschen eingegangen. Ja. Letztendlich ist es eine harte Zeit. Ja. Du musst gute Talente kriegen, du musst irgendwie Aufmerksamkeit schaffen. Da haben wir halt wirklich verrückte Partys, legendäre Partys gefeiert. So eine der verrückten Sachen war sicherlich zum Beispiel die Playboy-Menschen haben wir gemietet. Ja. Also wirklich die offizielle Playboy-Menschen. Von Hugh Hefner. Genau, richtig. Ja. Er war selber leider nicht da. Wir hatten extra angefragt, ob er auch kommen könnte, aber er ist nicht gekommen. Aber die ganzen Playboy-Bunnies liefen da halt rum und dementsprechend leicht bekleidet. Ja. Die Gamer lieben das natürlich. Ein riesen Run war da drauf. Die Ticket begeistert. Ich habe noch nie so viel Kontaktanfragen bekommen von irgendwelchen Leuten, die irgendwie mit mir Kontakt haben wollten, weil sie unbedingt auf diese Party gehen wollten. Was war Employer Branding dann? Ja, genau. Also es war also die E3, das ist so die große Gaming-Messe in Los Angeles. Und dann haben wir im Rahmen dieser Messe haben wir gesagt, okay, wir schmeißen die Party überhaupt dort. Und das waren natürlich dann die Playboy-Menschen und jeder auf der E3 in Los Angeles wollte Heiko Huberts kennenlernen und wollte auf diese Party gehen. Also das war aber... Und das waren auch mit den weißen Tigern, war auch da? Nee, das war eine andere Geschichte und andere Sache war auch verrückte Sache. Ich bin gerade nach San Francisco gegangen, um dort halt Big Point aufzubauen und ein paar Kumpels sagten dann, das ist so cool, dass du da bist und du hast Geburtstag, wir wollen dich besuchen kommen, San Francisco mit dir Geburtstag feiern. Ich dachte, wie cool ist das denn? Finde ich geil von euch. Aber San Francisco hat Sperrstunde, ja, also sprich um 1 Uhr, 2 Uhr, weiß ich nicht mehr genau, ist da halt Feierabend. Und sagt, das ist total scheiße. Wenn, machen wir das in Las Vegas, ja. Und dann treffen wir uns in Las Vegas, ob der nach San Francisco kommt oder nach Las Vegas, ist doch egal. Ja, okay, komm, machen wir. Und dann wollen da plötzlich immer mehr Leute und plötzlich hieß es ja so 20 Leute kommen extra aus Deutschland rübergeflogen, mit mir Geburtstag zu feiern. War kein besonderer Geburtstag. Einmal nur so Geburtstag feiern. Ne? Okay, da muss ich auch was Besonderes machen. Wie bist du eigentlich heute? Ich bin jetzt 45, ja. Naja, und okay, dann
dann lasse ich mir was Geiles einfallen. Und da haben wir gemeinsam mit einem Mitarbeiter, sind wir nach Las Vegas geflogen, haben uns da so einen Eventveranstalter geschnappt und gesagt, okay, da kommen ein paar Deutsche, crazy, wir wollen eine geile Party feiern. Und dann meint er, ihr kennt doch den Film Hangover, oder? Was wollte ich schon immer mal machen? Wollen wir mal Hangover nachfeiern? Ich dachte, hä, wie wir nachfeiern? Ja, ich mache das alles klar für euch. Und dann, ja, und eine der Geschichten, nachher, was ist dann passiert? Einer meiner besten Kumpels hat sich tätowieren lassen. Er hat sich meinen Namen auf dem Oberarm tätowieren lassen. Ein anderer hat geheiratet, spontan, also wirklich spontan ist gelandet und das im Flughafen abgeholt. Ja, wir haben geile Sachen irgendwie, es fehlt noch einer, der heiratet. Und da guckt seine Freundin an, die er mit hatte, machen wir beide. Ne? So, also haben wir noch eine Hochzeit innerhalb von 24 Stunden organisiert und Ehering gekauft, Kleid gekauft, alles. Da haben die geheiratet dann dort. Und das andere war, dass wir dann Weiße Tiger, also das war leider schon nach dem großen Unfall damals, haben wir einen anderen Künstler gefunden, der ist mit seinen zwei Tigern an Metallketten durch die Hotellobby gelaufen, in den Fahrstuhl hinein, ja, mit dem Fahrstuhl hoch in unsere Suite, wo wir die Party gefeiert haben und ist dann mit den beiden Tigern in die Suite, also da war kein Käfig, kein gar nichts, ne, ist er dann da rein und hat dann aber ein bisschen Show für uns gemacht und so die Tiger hochgenommen und man durfte sie auch sogar anfassen, wer mutig genug war, ja, leider hatten einige schon getrunken, wollten den Tiger reiten, also naja, so nicht passiert. Ja. Das waren dann 10 besten Buddies aus Deutschland, die da waren? Ja, genau, ein paar Mitarbeiter dann auch noch mit dabei, also legendär. Also, ich musste für die Tiger eine 100-Millionen-Versicherung abschließen, weil er sagt, ja, ich kann hier nicht im Käfig, ich muss ja durch in die Lobby durch. Also ich war oben die ganze Zeit, ich habe leider nicht gesehen, ich hätte gerne die Gesichter gesehen. Was hat das gekostet, diese Versicherung? War harmlos, es waren, weiß ich nicht, also die Versicherung war vielleicht irgendwie $1,000 und der Künstler mit seinen zwei Tigern hat vielleicht irgendwie $3,000-4,000 bekommen oder so. Ja? Okay. Für so eine legendäre Nummer und wir haben ein paar richtig, richtig geile Partys dann gefeiert und war eine ganz verrückte geile Gaming-Zeit. Ja. Also okay, Gaming, das war wirklich das absolute Peak-Gaming. Ja, absolut, ja. Ja, erinnere ich mich gerne dran. Ist denn die Gaming-Szene heute auch noch so? Also ist es, würdest du sagen, ich meine, wenn man so hört, so Performance-Marketing-orientiert, Kohorten-orientiert, dann erwartet man das eigentlich gar nicht so. Ja, also ja, zum Teil schon. Es gibt immer noch Anbieter, die auch noch wilde Partys feiern und die das auch richtig zelebrieren, wenn sie einen neuen Hit haben, das schon. Aber es ist natürlich viel brutaler, viel kompetitiver, als es zu meiner Zeit damals ehrlicherweise war. Das war eine sehr kleine, geschlossene Szene, die genau verstanden hat, wie man Geld verdienen konnte. Heute durch gerade Mobile Gaming und durch die unendlich große Anzahl an Apps und die unendlich große Anzahl an anderen digitalen Unterhaltungsmöglichkeiten hat die Gaming-Szene schon deutlich schwerer. Aber ja, ihr geht's gut, aber deswegen glaube ich, gibt es vielleicht weniger legendäre Partys. Und gefühlt auch ein bisschen konsolidiert, ne? Also ich habe das Gefühl, ja. Viele haben da so Roll-Ups gemacht und alle möglichen Games zusammen aufgekauft. Genau. Und so. Es gibt gerade ein paar in der schwedischen Börse notierte Unternehmen wie Stillfront, Embracer und so weiter, die genau das machen, also sehr viel konsolidieren, sehr viel einkaufen und zusammenführen. Weil es macht so total Sinn, Nutzer von Spiel A in Spiel B zu bringen. Nur das macht wirklich Sinn, dass du deine Marketingkosten effektiver halten kannst. Ja. Hier, weil du Stillfront sagst, das sind ja die Good Games-Kollegen, die damit sehr viel Geld auch verdient haben. Und ich glaube, denen gehört das irgendwie 3% sogar von Rocket oder sowas. Ja. Ne? Ganz geil, was die abgeliefert haben. Also mein größten Respekt an die beiden. Ja. Also Gaming ist dann doch irgendwie ein guter Nährboden für krasse Unternehmer am Ende. Ja, ja. Ich glaube, das Besondere ist, dass du halt beim Gaming nicht ein Produkt hast, du musst Multiprodukte machen, du musst es gleich auf internationale Ebene machen und du bist halt so ein hitgetriebenen Geschäft. Das ist halt nicht irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Produkt und das läuft jetzt einfach durch, das müssen wir nur optimieren. Du musst halt zig Produkte optimieren, du musst immer am Zahn der Zeit sein. Neueste Technologien, neuesten Telefone, neueste VR-Brillen und so weiter, auf die du dich immer wieder einstellen musst, damit du irgendwo ja, noch relevant bist in der Zielgruppe. Ne? Ja. Okay. Und jetzt sozusagen dein neuestes Ding, also es ist ja noch gar nicht lange her, dass du bei WoW Games also raus bist schon, aber der Exit ist noch nicht lange her. Erklär mal, was kam jetzt danach? Also als du raus warst, hast du wieder schon wieder ein bisschen Pause gemacht? Wieder ein bisschen Mallorca? Oder? Nee, ich habe überhaupt keine Pause gemacht, sondern eigentlich direkt weitergemacht, weil ich schon so im Flow quasi gerade war. Ja. Nein, ich habe wieder eine neue Firma gegründet, Oxolo heißt die. Und das erste Besondere, was ich hier gemacht habe, dass ich mir zum ersten Mal eine Co-Gründerin mit reingeholt habe. Also ich habe gesagt, alle anderen Unternehmen habe ich immer alleine gemacht. Ja. Liebe ich auch ehrlicherweise. Ich mag gerne derjenige sein, der im Driver-Seat sitzt und die Entscheidung trifft. Aber hier war mir klar, okay, ich möchte mal mit jemanden zusammen gemeinsam Entscheidungen treffen und gucken, wie sich das für mich anfühlt. Das fühlt sich bisher sehr gut an. Und was machen wir dort? Ich sage immer so die große Vision. Oder wer ist deine Co-Gründerin? Elisabeth, also Liz ist ihr Name. Hat auch diverse Startup-Erfahrungen schon gemacht, aber war eigentlich viel länger mehr außerhalb der Szene. War ein bisschen in VC-Funds unterwegs, hat einen kleinen Startups ausgeholfen. Und wir haben uns kennengelernt durch eine gemeinsame Bekannte, der ich erzählte, ich suche gerade jemanden als Co-Gründerin. Und ich wollte um
unbedingt eine Frau auch haben. Ich wollte keinen Mann haben. Ich wollte wirklich einen anderen Blickwinkel haben auf das ganze Geschäftsleben, auf meine Entscheidungen. Und die sagte, ja, ich kenne eine Freundin und so weiter. Trefft euch doch mal. Und das hat sofort wie Arsch auf Eimer gepasst. Und dann okay, da brauche ich gar nicht weiter zu suchen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ja. Okay, jetzt probieren wir das halt fast ein Jahr zusammen. Ne? Und was genau probiert ihr? Ja, genau, was probieren wir? Also die ganz große Vision, alle Star Trek-Fans wissen jetzt, worüber ich spreche, ist so das Holodeck nachzubauen. Ja? Das ist die ganz große Vision. Und was bauen wir? Wir haben verschiedene künstliche Intelligenzmodule entwickelt, in denen wir in der Lage sind, Menschen durch eine KI darstellen zu lassen oder Charaktere darstellen zu lassen. Also du kannst dir vorstellen, wir sind in der Lage, mit ein wenig Videomaterial, ich brauche so vielleicht 30 Minuten Videomaterial von der Person, ich brauche ein bisschen mehr Stimmmaterial, ich würde mal sagen, so ungefähr 3 Stunden Stimmmaterial und dann alles an Inhalt über die Person, was ich finden kann und kann diese Person komplett simulieren. Dann kannst du dich mit der Person unterhalten. Und das halt, Deepfake ist so der Begriff, den viele hören oder kennen. Und dann fühlt es sich an, kannst du quasi wie so ein Zoom-Call plötzlich mit Albert Einstein machen. Ja, das ist quasi so ein bisschen so die Idee dahinter. Und das allererste Produkt, das wir jetzt launchen werden, das heißt Tippi, ist für ein Kinderprodukt, in dem wir Kinder ermöglichen, sich mit ihren Helden zu unterhalten. Mit Harry Potter, Batman, Superman oder wem auch immer. Und nicht nur, dass sie sich mit ihnen unterhalten können, sondern die können zusammen Spiele spielen, die können zusammen Bücher lesen und sie können zusammen etwas lernen. Das ist das Entscheidende. Immer das schöne Beispiel, das ich mir bringe, ist, wenn das Kind jetzt erzählen würde, hey, ich fahre mit Mama und Papa in Urlaub nach Frankreich, dann würde automatisch der Charakter fragen, hey, weißt du eigentlich, was die Hauptstadt ist in Frankreich? Oder weißt du, was Danke heißt auf Französisch? Ja, also sprich, das Kind würde im Dialog mit Harry Potter plötzlich Sachen lernen, die man so trocken sonst nur langweilig rüberbringen könnte. Und das ist so eines der ersten Modelle. Und das ist halt alles komplett durch eine KI, nichts irgendwie geskriptet oder so. In der KI, die das komplett durchsetzt. Und daran arbeiten wir die ganze Zeit. Und das Erlösmodell? Das Erlösmodell ist ein Subscription-Modell an einem Teil. Also sprich, du zahlst 10 Euro dafür, dass du auf all diese Charaktere zugreifen kannst und dein Kind damit arbeiten kann. Und dann gibt es halt zusätzlichen Content. Da kommt dann wieder meine spielerische Thematik raus. Du willst ein weiteres, dass das Kind weiteres Spiel spielen kann oder weitere Bücher mit dem Kind lesen kann. Oder dass der Charakter einen besonderen Filter hat, eine besondere Brille hat, irgendwie besonders gestaltet werden kann, etc. Aber ist das am Ende fürs Handy gedacht? Oder? Ja, genau, es ist eine App, genau. Das ist das allererste, wo wir fangen mit der App an. Dann werden wir, nächste Stufe wird dann Augmented Reality sein, dass du diesen Charakter in dein Wohnzimmer, in dein Spielzimmer, Kinderzimmer setzen kannst und so weiter und so weiter. Also das heißt, das klingt jetzt nach der Vision, dass schon jetzt irgendwie was in 3, 4, 5, 10 Jahren passiert. Ja, genau. Ja. Aber konkret machen wir jetzt erstmal nur eine App, in dem du den Charakter siehst auf deinem Handy, der bewegt sich, der unterhält sich mit dir, spricht mit dir und lernt mit dir, spielt mit dir Spiele etc. Mhm. Soll also der beste Freund sein. Das Besondere, was wir dort bauen, ist ein nennen wir User Knowledge Graph. Das bedeutet, dass wir alles, was das Kind sagt, auch wirklich speichern und weiter verarbeiten in der Zukunft. Wenn das Kind also erzählt, ich habe heute einen Hund bekommen, dann wissen wir auch noch in 3, 4, 5 Wochen, dass ein Hund da ist. Wir können immer noch fragen, hey, was mit dem Hund eigentlich, heute schon mal Gassi gehen oder hat dein Hund wieder die und die lustigen Kunststücke gebaut, etc. Also wir versuchen etwas den Kindern anzubieten, was ein Erlebnis ist, das man so bisher nicht kannte als Unterhaltung. Wie seid ihr darauf gekommen? Also ich meine, ich habe bei den anderen Spielen nachvollziehen können, wo es herkommt und welche wahrscheinlich Momente bei dir ausgelöst haben, jetzt sowas gründen zu wollen, ne? Bis hin zu der Planung damit 2021 ändert sich das Recht, da müssen wir uns vorbereiten und bauen wir was zu. Wie kam das jetzt? Also was war da der initiale Anstoß? Ja, also die Geschichte, muss ich ein bisschen ausholen, die Geschichte ist ein bisschen traurig, wie eigentlich die Originalidee entstand. Und zwar, mein Vater war sehr schwer an Krebs erkrankt und es war sehr klar, er wird sterben. Und die Idee, ich hatte gerade meine Tochter bekommen und die Idee war eigentlich zu sagen, hey, wie cool wäre es, wenn meine Tochter sich mit meinem Vater noch in Sicherheit unterhalten kann, obwohl sie ihn nie wirklich kennenlernen wird. Und wenn ich ihn per Video einfach aufnehme und einfach interviewe und einfach erzählen aus seinem Leben und daraus baue ich eine KI, dass sie sich dann mit meinem Vater unterhalten kann. Das habe ich dann meiner Mutter und ein paar Freunden und meiner Schwester erzählt und fanden alle spooky, nee. Das glauben wir, das finden wir nicht gut und so weiter. Und da habe ich ein bisschen Marktforschung gemacht, mit Apinio übrigens, ja. Und Grüße an das Team, ja. Und habe dann geguckt, ob andere es auch gut finden würden und fand keiner so gut. Die fanden das alle zu spooky und wollten das nicht. Und dann habe ich das einfach nur umgedreht und dachte, okay, wie cool wäre es denn, wenn meine Tochter sich mit irgendjemand anders unterhalten könnte. Und habe dann halt so Role Models gesehen. Es gibt so eine andere App, die heißt Talking Tom und viele andere Sachen mir dann angeschaut, was in diesem Kinder-App-Bereich groß und erfolgreich ist. Und habe dann festgestellt, okay, das funktioniert. Und habe darauf ein
ein bisschen Marktforschung gemacht und gemerkt, okay, Kinder hätten Interesse daran, mit virtuellen Charakteren sich zu unterhalten, zu interagieren und auszutauschen. Und sag mal, wenn du jetzt KI sagst, was genau macht dann die KI? Also im Falle von deinem Vater, wenn er es gemacht hätte, was hätte dir dann sozusagen die Antworten vorausgeahnt und dann schon mal sozusagen ja, gegeben, stellvertretend für deinen Vater, der dann nicht mehr da ist? Genau, richtig. Also letztendlich trainierst du, das ist in dem Fall das, was wir jetzt gerade sprechen würden, wäre das NLP-Modell, also Natural Language Processing. Das Modell trainierst du mit halt sehr, sehr viel Inhalten, die du irgendwie zur Verfügung stellen kannst. Idealerweise hast du eine riesen Fragenliste und hast dann dahinter tausend von Antworten, die auf die KI dann halt trainiert. Also du hast dann mit deinem Vater gegebenenfalls ganz viel gefragt, Mensch, wo kommst du her, was ist deine Lieblingsgeschichte aus der Kindheit und also was, und dann hätte das wäre dann alles sozusagen abgespeichert worden und dann hätte die KI das dann entsprechend der Fragen deiner Tochter ausgespuckt oder das dann zugeordnet in den Fragen und das genau, oder entsprechend sogar zusammengeführt und aus dem Kontext versucht zu ergreifen, okay, wenn sie das fragt, könnte das oder jenes Thema gut, ganz gut dazu passen. Okay. Aber es ist jetzt nicht, dass es einfach nur Frage-Antworten, wir geben genau die Antwort wieder, die er auch gegeben hätte, sondern versucht da wirklich ein Modell zu trainieren, das da auch ganzheitlich antworten kann. Sprich, du arbeitest nicht nur mit den Daten, die du von dem jeweiligen Objekt, sag ich mal, den Charakter halt hast, in dem Fall mein Vater, sondern du fütterst das auch mit anderen ähnlichen Modellen zusammen. Ja, was ist vielleicht in dem Jahr passiert, wenn er erzählt, ja, ich bin in dem Jahr geboren, dann holst du ja alle möglichen Informationen, was in dem Jahr noch passiert, etc. Dass man erzählen kann, ja, ich bin in dem Jahr geboren, in dem Deutschland Fußballweltmeister wurde oder sowas als Beispiel. Ja, obwohl er das nie gesagt hat, packt man das damit hinzu, damit das mehr ein guter Story-Kontext einfach ist. Das wäre ein Beispiel. Und das andere, was wir bauen, ist dann halt sogenannte TTS, also Text-to-Speech, also seine ganze Voice macht die Künstliche Intelligenz danach. Weil wir benutzen ja Wörter, wenn er nie das Wort Fußballweltmeisterschaft genannt hat, dann müssen wir das ja trotzdem sprechen können. Ne? Also sprich, wir bauen seine ganze Stimme nach. Und das andere ist dann Computer Vision, wo wir alles, was visuell von ihm da ist, weil dasselbe wieder Lippensynchronität, wenn er das Wort wieder Fußballweltmeisterschaft nie gesagt hat, dann wissen wir auch nicht, wie seine Lippen sich genau da bewegt hätten. Aber aufgrund der neuronalen Netze, die wir dann dafür trainiert haben, egal auf welchen Buchstaben und welche Lautfolge entsprechend auch die Lippen sich bewegen oder wenn wir müssen die Emotionen erkennen, ist das eine traurige Geschichte oder eine lustige Geschichte, dass er dementsprechend natürlich anders die Augen guckt, Stirn, Falten auf die Stirn hat, etc. All solche Geschichten kommt dann durch das Computer Vision Thema dann. Und das wird jetzt aber halt nicht gemacht für verstorbene Personen, sondern jetzt vor allen Dingen für dann getrennte lustige Geschichten, schöne Sachen, genau. Also du träumst auch schon davon, hattest du gesagt, irgendwie, dass irgendwie, weiß ich nicht, auch berühmte Menschen dann, du kannst dann zum Fußball gucken, quasi einladen, da sitzen die dabei und erzählen dann ihre Anekdoten laut KI bei dir dann exklusiv im Wohnzimmer. Korrekt, ja. Oder du nimmst Netflix und schaust gerade irgendwie eine Netflix-Serie und holst genau dieselben Charaktere aus der Netflix-Serie, sitzen jetzt bei dir auf deiner Couch oder vielleicht im ersten Step nur in deinem Handy drinne und du guckst mit denen quasi zusammen den Film und dann erzählen die plötzlich irgendwelche Anekdoten, weil wir raushören können, genau an welcher Stelle der Serie, des Films bist du gerade und dann kommt er plötzlich, der Charakter und sagt irgendwas, oh, weißt du, wie verrückt das, was wir die Szene gedreht haben oder pass auf, jetzt wird's gleich lustig. Ja, irgendwie sowas könnten wir dann alles dann machen. Also das ist schon krass visionär, also was er da, wenn man vergleicht zu den Anfängen, ne, wo du sagst, okay, hier... Hallo, Spiele sind auch groß visionär. Ja, gut, aber die haben zumindest ein bisschen schneller monetarisiert und das war ja, irgendwie alles... Ja. Gefühlt greifbarer, man wusste, es war näher am Geld gebaut. Das ist jetzt ja schon irgendwie, man baut da eine Welt auf oder gibt es irgendwie ein US-Vorbild, das ihr nachbaut? Nein, so in der Art nicht, gibt es nicht. Aber wir versuchen schon sehr produktnah und sehr nah am Geld, wie du es gerade genannt hast, zu arbeiten. Also das erste Kinderprodukt, ich hatte vorhin mal den Namen Talking Tom genannt. Talking Tom ist eine App von der virtuellen Katze, die genau nur das wiedergibt, was ich gerade gesagt habe, nur eine hochgepitchten Stimme. Das ist eine App, die hat mehrere hundert Millionen aktive Nutzer im Monat. Also das ist schon, es gibt schon ähnliche Produkte und Beispiele, die beweisen, dass es funktioniert. Also ich habe jetzt hier in der Recherche gesehen, es gibt irgendwie das erste, Tipi heißt das erste Produkt. Das ist das Kinderprodukt, genau. Mhm. Okay. Verstanden. Ein Thema, wenn ich mal auf meine Liste gucke, das, was ich natürlich noch gar nicht gefragt habe, ist Affiliate-Marketing. Habt ihr eigentlich viel Affiliate-Marketing gemacht über die Jahre? Vielleicht könnt ihr auch was Besonderes anspielen. Ja, mach ich jetzt nicht. Ja, haben wir natürlich auch viel gemacht. Auch so eine schöne Geschichte. Die ersten Sachen, mit denen wir bei BigPond sogar Geld verdient haben, weil die ersten Spiele waren noch nicht so viel Geld abgeworfen, haben wir zum Beispiel ganz viele Domains gekauft. Alle Domains, die irgendwie mal abgelaufen sind, haben wir automatisch registriert und haben da nichts weiter als einen eBay-Link dann raufgeballert mit irgendwelchen Sachen und war eine Zeit lang dadurch eBays größter Affiliate-Partner, nur weil wir so billig einfach Domains geholt haben. Das war die Geschichte. Ja, ich habe ja auch mal mit Affiliate angefangen und da, genau, also das ist, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie das damals der wilde Westen war, aber ich meine, auch eigentlich nichts Schlimmes, ne? Man sagt, okay, man holt sich eine Domain, Leute geben das dann im Zweifel direkt ein und
ging dann auf die Seite, da ist da nichts, außer ein eBay-Link, dann klickt man da drauf, kauft danach was bei eBay, hast du dann halt Provisionsansprüche, weil der dann von dir quasi der Nutzer zu eBay zugeführt wird, von deiner Domain. Ja. Und wenn man es im großen Stil macht und halt viele Domains hat, dann... Ja, was bei 5 Euro haben wir bekommen für jeden Nutzer und das war damals für uns gutes Geld, wir haben wirklich viel Geld verdient und haben damit die ersten Spiele finanziert. Aber das ist ja zum Beispiel, ne, das, also gut, dass wir das noch einmal aufgreifen, weil das ist einfach... heute nicht mehr vorstellbar, ne? Also, dass man so leicht irgendwie Sachen machen kann. Also vielleicht, klar, bei Influencern kann man mal behaupten, die posten irgendwas und kriegen da viel Geld dafür, aber die haben erstmal selber ganz viel Traffic und haben ja viel Arbeit damit. Domains kaufen. Nicht mehr kaufen, das war ja völlig automatisiert. Man hat ja nicht nur angeschaut, genau, einfach angeschaut, welche sind gerade heute frei geworden. Damals war es noch der, ich glaube, der, wie ist der Page Index oder Page, irgendeine Zahl war das, Bei Google, ja. Ja, genau. Da war das gut gerankt oder nicht. Und, PageRank. PageRank. Von Larry Page. Genau, PageRank, genau. Ja, genau. Von Larry Page hat damals, da gab es diese Zahl, wie gut ist eine Domain bei Google sichtbar, wenn die gut sichtbar war. Oder hohe PageRank hatte, dann hat man die einfach sofort wegregistriert. Ja. Genau, und so haben wir sie aber wegregistriert und dann automatisch, da war kein Mensch involviert. Wir haben uns kaputt geladen, dass wir Geld mit verdient haben. Von eBay nach Berlin eingeladen, toll hofiert worden dort und macht doch gar nicht, total lächerlich. Ne? Ja. Okay. Sag mal, ein Thema, was mir auch noch hier ehrlicherweise von meinen Kollegen aufgeschrieben wurde, oder zwei vielleicht. Das eine ist irgendwie, es gab mal ein Video von Jan Böhmermann, wo der sich irgendwie das Social Gaming, was er auch gemacht hat, irgendwie sehr stark ausgelassen hat. Hast du das wahrgenommen, das Böhmermann-Video? Ja, natürlich, ja. Und hast du dich davon sozusagen ertappt gefühlt? Oder? Also ich bin erstmal ein großer Jan Böhmermann-Fan, also von daher... ich glaube, es gibt immer zwei Seiten der ganzen Medaille. Ja. Ich glaube, das eine ist, wenn man über Kinder spricht und die irgendwelche Spiele spielen, dann haben die Eltern auch eine gewisse Aufsichtspflicht und müssen da schauen, was geht, was geht nicht. Und das andere sind wir als Betreiber, die eine gewisse Verantwortung haben. Wen wollen wir bis zu welchem Betrag überhaupt chargen? Und da haben wir immer versucht, rechtzeitig immer Sperren reinzubringen, dass einem bewusst ist, hey, weißt du, dass du diesen Monat schon, keine Ahnung, 200 Euro bei uns ausgegeben hast? Willst du das wirklich? Und hast du das wirklich okay, wenn Nutzer ihr Accounts gesperrt haben wollten, nur dass sie nicht mehr darüber bezahlt werden wollten oder grundsätzlich Bezahlung ausgeschaltet werden sollte, dann haben wir das halt auch alles sofort gemacht, wenn die Eltern sich beschwert haben etc. Also ich glaube, da haben viele Seiten eine gewisse Verantwortung und wir haben versucht halt unserer Verantwortung immer so gut nachzukommen, wie es nur irgendwie ging. Also von daher konnte ich verstehen, über was er sich da lustig und schrecklich aufgeregt hat. Auf der anderen Seite fühlte ich mich davon nicht angesprochen. Okay, und dann, wir hatten vor ein paar Monaten mal Knossi hier. den kennst du auch ganz gut, ne? Ja, genau, ja. Auch eine schöne Geschichte, also Knossi, ja, für alle, die ihn nicht kennen, großer Twitch-Streamer, auch eine schöne Geschichte, einer meiner Mitarbeiter war gerade in Malta auf einer Veranstaltung und flog zurück und plötzlich saß neben ihm so ein verrückter Kerl und da haben sie beide unterhalten und war das halt Knossi und dann haben wir mit Knossi gute Geschäfte zusammen gemacht, er hat dann unsere quasi Spielcasinos bei sich mit beworben, damit gespielt in seinen Streams und ja, mein Mitarbeiter, der sich dann um ihn gekümmert hat, hat das anscheinend dann irgendwann so gut gemacht, dass Knossi ihn abgeworben hat und bis heute jetzt Knossis Manager ist. Der David. Genau, der David, genau. Ja. Okay. Ja, aber das finde ich ja nur gut. Also es gibt für mich, David heute selbstständig, macht mit Knossi halt viele verschiedene Sachen. Macht einen super Job, ja. Genau, eben. Und das finde ich immer toll. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn Mitarbeiter einen verlassen, weil sie zum anderen Arbeitgeber gehen. Das bedeutet, ich habe als Arbeitgeber hab irgendwas nicht gut gemacht. Aber wenn mich einer verlässt, um sein eigenes Ding zu machen, sein eigenes Unternehmen, dann bin ich immer ganz stolz und sage, okay, ich habe genau den richtigen Mann eingestellt und er geht aus genau den richtigen Gründen. Also von daher finde ich das nur toll. Aber auch da, weil ich damals auch ein paar Mal die Frage bekam mit Knossi, der bewirbt ja Glücksspiel. Also auch da, der hat ja kein Glücksspiel. Man konnte bei dem Spiel, das ihr dann ja gemeinsam gemacht hat, er sozusagen auf seiner Plattform oder für deine Plattform indirekt geworben hat. Und man kann da nicht bei gewinnen. Also genau, man kann kein Geld gewinnen und genau. Trotzdem wird natürlich jetzt irgendwie dann viel Geld ausgegeben, weil Leute irgendwie da dann irgendwie gewinnen wollen, wenn auch kein Geld, die wollen da gewinnen. So, das ist ja ein bisschen. Ja, aber das ist ja wie ein normales Spiel. Ja, ich bin bereit, halt eine gewisse Summe auszugeben, um einen gewissen Entertainment-Zweck zu haben. So wie ich bereit bin, irgendwie ins Kino oder wenn ich auf ein Festival oder woanders hingehe, dann bin ich bereit, eine gewisse Summe für meine Unterhaltung auszugeben und so ist es dann halt dort auch. Das Einzige, was da halt vermeintlich negativ ist, ist, dass es halt ein Casino-Spiel ist und nicht Autorennspiel oder so. Ja. Sag mal, jetzt, ich weiß von dir, ne, wir haben über Business Angel Investments gesprochen, viele unternehmerische Projekte.
du bist auch Investor, also an Kapitalmärkten. Machst du eigentlich auch Kryptozahlen zum Beispiel? Ja. Aber ich kann leider jetzt keine so tollen Geschichten erzählen, dass ich schon 2000 irgendwann entdeckt habe, dass das so toll ist. Wobei ich sagen muss, damals schon Mitarbeiter, ich hatte ja erzählt bei BigPoint, wir haben super viele Server, wir mussten viele Server vorhalten. Und einer meiner Mitarbeiter damals erzählte mir schon, wir könnten so BigPoint schürfen. Bitcoins, nicht BigPoints. Bitcoins schürfen. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gesagt, lass bitte mal unsere Server hier in Ruhe. Ja, die sollen für die Nutzer da sein. Wahrscheinlich wäre das Geschäft lukrativer gewesen, hätten wir die Server für Bitcoins eingesetzt. Nein, aber ich mache da auch gerne was. Ich finde das extrem spannend. Aber das mache ich jetzt weniger aus Renditezwecken, auch wenn das sicherlich eine gute Rendite zu erzielen ist, als dass ich mehr daran glaube, dass es eine Technologie ist, die vielseitig eingesetzt werden wird in der Zukunft für verschiedenste Sachen, was dann im NFT-Bereich gerade passiert. Ist natürlich für Gaming total spannend. Gaming hatte immer die große Frage, wem gehört denn das Item, wem gehört das virtuelle Schwert? Dem Spielebetreiber oder dem Nutzer, der es gekauft hat? Und NFT würde genau solche Themen lösen, ja, dass es dann demjenigen, dem das NFT gehört. Und plötzlich würdest du einen Secondary-Markt entstehen lassen, wo Nutzer ihre Schwerter dann wieder an andere Nutzer verkaufen können. Das willst du als Spielebetreiber bloß nicht hören, weil das kannibalisiert dein Geschäftsmodell, aber es ermöglicht vielleicht ganz andere neue Geschäfte zu bringen. Von daher finde ich das schon sehr, sehr spannend, was dort passiert und beobachte das und versuche ein bisschen von der Seitenlinie teilzunehmen. Ja. Also das heißt, du hältst dann ein bisschen ich halte ein bisschen und unterhalte mich mit Leuten aus der Szene und versuche es besser zu verstehen. Aber gehst du dann nicht jetzt in die absolute Währung rein oder so? Genau, ich habe da jetzt keine großen Investments und ich habe auch keine großen Projekte dort. Auch keine NFTs gekauft oder sowas? Bisher noch kein NFT, was ja nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Okay. Also das heißt, wir verfolgen jetzt mal die Oxolo, heißt es, ne? Genau, richtig. Oxolo-Geschichte in den nächsten Monaten, Jahren. Ist das Firma ist auch wieder Hamburg-based, ne? Ja, natürlich. Ja. Wobei, Hamburg-based, aber ich habe eine komplette Remote-Company draus gebaut, also von Anfang an. Also ich habe die Leute aus der ganzen Welt sitzen, der Großteil sitzt zwar in Europa, also wir halten es an die europäische Zeitzone, wenn wir zusammenarbeiten, aber so KI-Leute, die findest du halt nicht en masse hier in Deutschland oder in Hamburg und von da... Wo findet man die? Wo hast du da? Ja, wirklich auf der ganzen Welt, also von Indien, Vietnam, Griechenland, Spanien, Italien. Wo holst du die her? Also gibt es da spezielle Recruiter? Nee, wir haben Headhunter dafür, die wir darauf aufsetzen, weil das schon sehr spezielle Themen, die wir dort machen, wo wir sehr genaue Spezifikationen haben, wie wir da brauchen und haben dafür Headhunter drauf sitzen. Also ich glaube, wir sind jetzt knapp 30 Leute und ich glaube, von den 30 habe ich 25 über Recruiter eingestellt. Aber das ganze Ding finanzierst du jetzt erstmal selber, ne? Ja, finanzierst du aktuell komplett selber, weil es halt wirklich doch noch sehr fast schon Forschung ist, was wir zum Teil dort machen. Und bisher hat jeder, der mit mir irgendwo Geld investiert hat, in mich investiert hat, solange ich am Hebel war dort, nie Geld verloren. Das möchte ich hier auch. Also vielleicht ist es ja auch nur eine bescheuerte Idee, die ich hier gerade verfolge. Wenn ich sehe, dass wir abheben und dass es wirklich erfolgreich sein könnte, dann würde ich Investoren aufnehmen wollen noch müssen, um es auch skalieren zu können. Aber solange wir nur rein Technology entwickeln, mache ich selbst, ja. Das heißt, aber du burnst dann da schon jetzt im Jahr, wenn das so hört, 30 Leute und so, da burnst du schon im Jahr dann ein paar Millionen durch? Ein paar Millionen, ja, aktuell schon, ja. Ja. Muss man sich leisten können. Ja, ich hatte ja schon ein bisschen Unternehmer schon Erfolg, von daher, ja, und es bringt mir Spaß. Also Unternehmertum bedeutet ja auch, dass man bereit ist, Risiken einzugehen und das bin ich absolut bereit einzugehen, weil ich total überzeugt davon bin, das, was wir hier bauen, ist zukunftsweisend für Entertainment, ja. Wow, okay, alles klar. Also auch super für Hamburg, also auch wenn es jetzt nicht irgendwie alle hier sind, aber wenn das Ding hier größer wird, dann brauchst du das nächste. Also BigPoint war ja wirklich hier schon für die Stadt, glaube ich, sehr prägend. Also als hatte zumindest viele Jahre hier Hamburg die Chance gegeben, als Game City oder als die Gaming-Metropole zu sein. Was gab's denn noch? Karlsruhe war Gameforge und Hamburg war halt InnoGames, BigPoint und Good Games. Und in Berlin gab's damals eigentlich im Gaming-Bereich weniger. Vuga gab's noch, aber die kam erst deutlich später. Die kam später, ne? Genau. Ansonsten, ne? Genau. Ja, und heute gibt es OMR in Hamburg. Ne? Die kriegen jetzt heute Hamburg. Ja. Nicht ganz so groß, aber immerhin. Ne? Okay, Heiko, ey, vielen, vielen Dank auch für die Begleitung all die Jahre. Ich bekomme mit und wir treffen uns ab und zu dann und bist irgendwie auch Unterstützer hier. Also freue ich mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles klar. Ciao. Okay. Ciao. Für all diejenigen, die sich persönlich vorgenommen haben, sich im Jahr 2022 weiterzubilden, hätte ich etwas. Und zwar haben wir einen Bereich, der nennt sich bei uns OMR Education. Und unter anderem gibt es dort sogenannte Deep Dives, also Kurse, wo wir ganz bestimmte Themen sehr stark vertiefen, euch richtig weiterbringen. Zum Beispiel im Bereich SEO, im Bereich Instagram-Marketing, im Bereich Digital Analytics, im Bereich E-Mail-Marketing. Da kann man richtig viel lernen, innerhalb weniger Stunden sehr, sehr viel wertschöpfen für sich und dann auch für seinen Arbeitgeber. Wer das machen möchte, intensiv, praxisnah, entweder live oder natürlich auch digital mit einem persönlichen Teilnahmezertifikat am Ende,
der kann sich mal anschauen, was wir da anbieten unter omr.com/deepdive. Und aktuell gibt es mit dem Gutscheincode deepdive22 10% auf alle Kurse. Also nochmal omr.com/deepdive besuchen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.